Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zurück zu Let's Play Metro 2033 Redux. Und wir machen sofort weiter, weil... Ja, ist halt so. Schau dir mal diesen Raum an. Welchen? Den hier. Was soll ich tun? Achso, ich soll drunter herkrabbeln. Klasse. Genau, lasst den Unerfahrenen... vorgehen. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Bist du in Ordnung, Artyom? Ja. Gut. Wir versuchen zu dir zu kommen. Such das in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Wäre super lieb, wenn ihr das versuchen würdet. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Warum kommt denn ihr jetzt? Kurz vorm Ende. Kommt ihr jetzt noch mit einem Spinnenabschnitt? Oder noch mit diesen ekelhaften Spinnen, ne? Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Im Nachhinein betrachtet übrigens war das Vierfach-Scope echt keine gute Idee. Nee, nicht das. Ich wollte hier mal ein bisschen Feuer in die ganze Situation hier mal reinbringen. So. Alter Vater. Oh, die machen so ekelhafte Geräusche. Das ist, also, das ist wirklich, das ist eine Mischung aus Spinnen und Skorpion. Und allzu viel Munition habe ich jetzt nicht, ne? Das macht einen kirre. Oh fuck. Das sieht nach dem Ausgang aus, den ich suchen sollte. Jo, nice. Das hat gut funktioniert. Wenn ich nochmal bitte dürfte, danke. Ah, super, ey. Hier unten sieht es nicht besser aus. Die sind zum Glück relativ langsam. Diese Viecher. Ich geh mal hier hoch. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt schon wieder hier? Ach du Scheiße. Wo komme ich, wo laufe ich denn hier gerade hin? Oder wo laufe ich denn hier gerade lang? Ich wollte doch nur ein paar Raketen abschießen. Und jetzt laufe ich hier rum. Und sterbe vermutlich jeden Moment. Und habe hier noch ein Tagebuch aufgehoben. Alter Vater. So. Das hier sieht nach einem Ausgang aus. Na, Halleluja. Spinnenviecher da, ey. Servus. Ja, gerade so. Wir haben Stepan verloren. Oh nein. Mist. Hey, Ruhe. Ein Geräusch aus dem Tunnel. Hört ihr es nicht? Das da ist, kommt etwas. Das ist die Anomalie. Das ist die Anna.
Was ist denn? Das ist eine U-Bahn. So, so, so. Was zur Hölle? Leute, sieht nach einem automatischen System aus. Da steigen wir jetzt aber nicht ein, oder? Das schaue ich mir mal an. Leute, da. Leute. Wir steigen jetzt doch bitte nicht in die U-Bahn. Die seit was weiß ich wie vielen Jahren jetzt eigentlich nicht mehr laufen dürfte. Steigen wir doch jetzt nicht einfach ein, oder? Irgendwie habe ich ein Ungottesgefühl dabei. Da bist du nicht alleine. Alles klar. Es gibt keinen anderen Weg. Ach, auf einmal. Nächster Halt, der 6. Na gut. Wenn ihr der Meinung seid, dass das die richtige Idee ist. Wir waren jetzt nah an D6. Kaum zu glauben, dass wir die legendäre Kommandozentrale gefunden haben. Aber war das so viele Leben wert? Bald würden wir die Antwort wissen. Ja, ich bin mal gespannt, weil das ist ja wirklich, wir haben ja schon... Ja, 2 haben wir verloren. Und in der Theorie verlieren wir noch welche. Oder noch... Verlieren wir noch welche? Können wir noch welche verlieren? Ich glaube eigentlich tatsächlich ja nicht. Eigentlich müsste... Ich bin gerade am überlegen, wie viele letztes Mal da noch dabei waren. Also in der ersten Folge. Alter Witzka. Alter Witzka. Aber ist okay. Ist okay. Da ist mir gerade was umgekippt. Okay, schnell. Ja, das war jetzt kontraproduktiv. Hast du noch ein bisschen Munition für mich? Okay. Hast du Munition für mich? Nein, okay. Hast du Munition für mich? Nein, okay. Haben wir noch Heilung für mich? Habe ich noch. Haben wir überhaupt noch was für mich? Nein, okay. Ich glaube auch nicht, dass wir nochmal an einem Shop vorbeikommen, wenn ich ehrlich bin. Wir könnten eigentlich auch die Militärmunition verballern. Verdammt, 20 Jahre ohne Wartung sind selbst für sowjetische Militärgebäude zu viel. Pass also gut auf. Besonders du, Artyom. Vor allem selbst für Sowjetunion. Sieht sauber aus. Der Kontrollraum sollte da sein. Schauen wir mal. Ullmann, Wladimir, bleibt hier und gibt Deckung. Man weiß nie, was kommt. Artyom, du kommst mit mir. Jawohl, Herr Offizier. Ja, wir sollen mit ihm mitgehen. Dann machen wir das auch. Das wollte ich nicht erreichen, aber okay. Wollte eigentlich an ihm vorbeischauen. Genau so hatte ich mir alles vorgestellt. Diese Gebäude haben etwas, und zwar eine sowjetische Seele. Aber was weißt du schon davon? Nicht viel. Wenn ich ehrlich bin. Hier steht, dass es oben ein Luftfiltersystem für Notfälle gibt. Diese Systeme wurden robust gebaut. Gut möglich, dass es noch funktioniert. Okay. Du meinst, damit wir hier drin ohne Probleme atmen können und nicht die ganze Zeit diese blöde Gasmaske hier brauchen? Gerade ein Achievement bekommen. Weil ich ein paar Mal zu oft die Gasmaske gereinigt habe. So, kannst du was damit anfangen? Ja, Licht funktioniert schon mal. Was ist los? Nichts Gutes!
Wir haben zu sehr auf diese Maschinen vertraut. Muss alles von Hand repariert werden. Artyom, da ist ein Notstartsystem. Geh nach oben zu diesem Vorsprung. Ich sag dir dann, was du tun musst. Nach oben zu diesem Vorsprung, sagt er. Na gut. Artyom! Da müssten vier Startermotoren sein! Such sie! Ist das einer? Oh, achso. Habe einen gefunden. Ah, okay. Jo, bin dabei. Hab ich gemacht, ja. Drück die Knöpfe auf mein Zeichen! Welche Knöpfe? Vierter Knopf! Moment, ja. Vier ist an. Zweiter Knopf! Moment. Zwei ist an. Okay, weiter! Dritter? Doch, erster, okay. Schade, falsche Richtung gelaufen. Hä? Achso, das ist der vierte, verdammt. So, okay. Erster läuft. Ja, dann kann ja jetzt nur noch der dritte kommen. Jo. Läuft. Okay. Okay, Soldaten. Zum Bahnsteig. Wir versuchen, das Ding zu starten. Frechheit. Frechheit. Was ist das hier eigentlich? Los, starten! Hab ich jetzt... Keine Chance! Nochmal versuchen! Hoffnungslos! Scheiße! Hör mal nochmal alles aus, ne? Cool! Genau wie in den Hollywood-Filmen über die Sowjetunion. Hey, Ernest, was ist los? Wir sind fast runtergefahren. Alles gut. Artyom, wir rücken ab. Genug mit der Ausrüstung gespielt. Na gut, dann rück... Achso, ihr habt keine Gasmasken mehr an. Ich glaube, die hatten sie schon längere Zeit aus. So, servus. Los! Ui. Gott sei Dank müssen wir nicht den ganzen Weg gehen. Aber irgendwas fühlt sich hier falsch an. Das ist richtig. Wie sagt man so schön, es ist ruhig. Zu ruhig. Ullmann nach links, Professor nach rechts. Artyom, gib mir Deckung. Ich gebe dir die Deckung. Wenn die Pläne stimmen, müssen wir dahin. Aber wie können wir das Tor öffnen? Ideen? Artyom. Wir könnten daran lecken. Nope. Wenn? Funktioniert nicht. Also lecken funktioniert nicht. Wir könnten eine dieser Bahnen dagegen fahren lassen. Das sind ja schon Powerteile, mit denen die da was aufladen. Also das ist ja schon ganz schön toll. Oh. Ach, Ullmann, los geht's! Apropos Ullmann, wo ist er überhaupt? Da ist er. Ich guck mal gerade noch was nach. Bin gleich da. Warte. Okay, ich komme. Momentchen, wartet. Hallo. Leute, Freunde. Was seid ihr? Wo seid ihr?
Ich guck gerade mal noch so ein bisschen nach Munition, ne, weil ich bin echt ein bisschen knapp dran. Ullmann, bewachen Sie die Tür. Wladimir, das ist dein Gebiet. Was brauchst du? Anleitung A124, Seite 3. Platine DS22. Ah, genau. Ja, sag ich ja. Tolles Gedächtnis, Wladimir. Ich habe immer gesagt, dass die Armee etwas wert ist. Endlich zahlt sich die Ausbildung aus. Es funktioniert. Super. Ausgezeichnet. Erstens. Gestorben. Zweitens. Zerstört. Drittens. Viertens. Fünftens. Achtens. Zehntens. Das kann nicht sein. Hier ist einer. Jetzt kriege ich alle Informationen. Was zum Teufel ist passiert? Reservebatterie leer. Was ist mit dem Hauptstrom? Anscheinend ist der Reaktor deaktiviert. Von hier aus können wir nicht starten. Wir müssen ihn auf unterster Ebene von Hand starten. Na, klasse. Dem Plan nach ist das nicht schwierig. Geht fast alles automatisch. Hör auf zu lachen. Wie kommen wir runter? Nun, eine Etage tiefer ist ein Aufzug. Aber um ihn betreiben zu können, müssen wir alles andere ausschalten. Sogar das Notlicht. Dann haben wir keine andere Wahl. Danke, Wladimir. Bleib hier und pass auf. Wir beeilen uns. Artyom, Ullmann, mitkommen. Okay, hilft ja nichts. Was ist das denn? Scheiße. Ich wusste, es ist nicht einfach. Hier kommen die Söhne der Apokalypse. Ullmann, Planänderung. Sie verteidigen mit Wladimir die Stellung. Wenn etwas passiert, schicke ich Artyom. Viel Glück. Was war das denn jetzt? Was war das denn? Eigentlich will ich nicht wissen, was es war. Es war ekelhaft. Das reicht nicht. Verdammt! Er ist überall scheiße! Wie ekelig! Ist das... okay, das definierst du als scheiße. Dann will ich nicht wissen, was dein Freund eben reingetreten ist. Aber ist okay. Kann ich mit leben. Alter. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe immer noch ziemlich wenig Munition. Verdammt! Der Aufzug ist da hinten, aber die Tür ist zu. Okay, wir müssen außen herum. Vorsichtig! Wir decken uns gegenseitig. Momentchen, warte doch mal. Klasse, ich bekomme immer mehr Zeug für... Okay, hab nichts gesagt. Ich hab doch was gesagt. Unsere kleinen Freunde sind hier, wie ich sehe. Komm zu Papa, Mistkerle. Komm schon! Ich bin hier! Wer will eine Trachtprügel? Na komm schon! Das sieht ekelhaft aus. Das sieht so ekelhaft aus, ne? Okay, der ist ein bisschen sehr motiviert heute wieder. Ich lade mal kurz nach. Super, danke. Ja, da kommt dir was runter. Verflucht nochmal! Ich hoffe mal, dass du unsterblich bist, ne? Oh, ist das ekelhaft. Ist das hier der Aufzug? Okay, das ist der Aufzug. Ich hoffe, er funktioniert noch. Metro, wir haben eure Ankunft erwartet. Wir sind jene, die ihr die unsichtbaren Beobachter nennt. Eure Zeit ist gekommen. Ich hoffe, mal ist schon hart. Ullmann, lass den Mist. Oberst, ich habe die Lautsprecher aktiviert.
Das Signal vom Aufzug liegt nun auf meiner Konsole. Ich schalte jetzt ein. Los geht's. Unsichtbare Beobachter. Wie kann man nach all diesem Mist hier noch daran glauben? Hm. Vielleicht ja gerade deswegen kann man daran glauben. Oberst, gehen Sie zur Reaktorhalle. Dort ist in der Mitte ein Hauptreaktor, links vom Kontrollraum. Ein Aufzug führt ganz nach unten. Von dort müssen Sie die Treppe nach oben nehmen. Aktivieren Sie die Schaltung mit dem großen Hebel. Ich sage dann, wie es weitergeht. Oh mein Gott! Mein Gott! Ach du Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Wladimir, wenn du das nur sehen könntest, mach dich bereit, Artyom. Es wird heiß. Ja, das wird... Der Mist auf dem Boden ist bestimmt giftig. Und jetzt das Gras. Hier halten wir nicht lange durch. Das stimmt wohl. Okay. Leute, aber wie lange wir hier durchhalten, das finden wir wohl oder übel erst in der nächsten Folge heraus. Wenn es da heißt, Let's Play Metro 2033 in der Redux-Version. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es dann wieder heißt, dass es weitergeht. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Tschüss.